Airbus First. Der europäische Luftfahrtkonzern will in 15 Jahren ein Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb fertigen. Nötig seien dazu Investitionen im zweistelligen Milliardenbereich. Zusätzlichen Auftrieb habe das Projekt durch den Ausbruch der Pandemie bekommen, sagte die Technologiechefin. Und was die Krise uns bewiesen hat, ist, dass es absolut prioritär ist, nicht nur auf Sicherheit zu achten, sondern auch auf Gesundheit, auf einen gesunden Umwelt. Daher, das hat wirklich uns motiviert, nicht nur unsere Verpflichtung, unsere Commitments zu bestätigen und tatsächlich uns zu versprechen, ein Produkt zum Markt zu bringen mit Zero Emissions. Für das Projekt existieren auf dem Papier drei Prototypen: ein Jet, ein Propellerflugzeug und eine Art fliegender Flügel. Zwei Modelle können bis zu 200 Passagiere transportieren, das dritte nur 100. Ja, wir wollen die Ersten sein. Wir wollen die Ersten sein, die auf dem Markt tatsächlich mit so einem revolutionären Projekt kommen, was auch in sehr guten Einklang ist mit Frau Ursula von der Leyen letzte Woche bei der EU-Parlament auch angekündigt hat, so diese Ambition, Europa wirklich als erstes Kontinent, die nachhaltig und ambitioniert Ziele setzt, wenn es darum geht, die Nachhaltigkeit gewährzuleisten. Die Reichweite des futuristisch anmutenden Flügelmodells liegt ähnlich wie die der Düsenmaschinen bei rund 3500 Kilometern. Langstreckenmodelle sind derzeit nicht in Sicht, weil die dafür notwendigen Wasserstofftanks zu groß wären.